endlich mal wieder für ein paar Tage raus in die Natur. Ich hatte letzte Woche ein paar Tage frei. Als wir losfuhren, sagte ich noch vollmundig, ich mache nichts außer schlafen, essen und lesen. Aber wir landeten in der perfekten Umgebung. Idyllische Landschaft, Weinberge voller reifer Trauben, Obstbäume mit Früchten, soweit das Auge reicht. Lob der Schöpfung kommt in mir auf. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Das gilt doch auch noch in den frühen Herbsttagen. Dann gab es auch noch in der Unterkunft Fahrräder, Mountain-E-Bikes. Vorfreude auf den ersten Urlaubstag. Es muss dringendst regnen, sagte der Hotelbesitzer, als er am Abend von Tisch zu Tisch ging. Sonst vertrocknet uns die ganze Ernte. Aber am nächsten Morgen schien wieder hell die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Kein Wölkchen zu sehen. Ich denke an die Worte dringendst regnen, als ich auf die entsetzlich trockenen Baumkronen schaue. Wir fahren los. An einer wunderschönen Stelle, hoch über einem Sonnenblumenfeld, halten wir an und genießen die Stille und den Blick. Da nähert sich eine Radwandergruppe, schnatternd, laut. Ausgerechnet direkt neben uns halten sie an, stellen ihre Fahrräder ab und lassen sich nieder. Gott, danke für alle deine Geschöpfe, wirklich, denke ich. Aber müssen sie gerade hier sein? Keine 5 Minuten später nehme ich das beschämt zurück, denn es wird biblisch. Damals waren es 5 Brote und 2 Fische. Jesus dankte für das, was es gab, segnete es und alle wurden satt. Heute? Die lauten Mitmenschen werden ruhig, sprechen ein Tischgebet und reichen die Brote untereinander weiter und an uns. Unser Mini-Dialog? Wir teilen, was wir haben. Danke, sage ich. Das ist echt freundlich. Nee, ist die Antwort. Das ist normal. Sie packen alles zusammen, klingeln zum Abschied und es wird wieder still. In der Geschichte von Jesus bleiben am Ende 12 Körbe mit Broten über. Bei mir bleiben Dankbarkeit und Hoffnung.